In allen drei Overlord-Staffeln haben wir immer wieder die neuesten und unterschiedlichsten Zauber zu Gesicht bekommen, darunter auch ein paar wenige, welche sogar die Zeit selbst beeinflussen können. Bleibt dann am Ende nur die Frage, wie stark sind eigentlich diese Zeitzauber eigentlich? Die Yggdrasil-Stufen oder Tier-Magic ist in insgesamt vier Bereiche eingeteilt. Diese Bereiche kann man allerdings dann wieder in verschiedene Elemente einteilen. Eines davon ist das Element Zeit und logischerweise gibt es dann auch die verschiedensten Zeitzauber und auch Skills. Aktuell haben wir leider sehr wenige Beispiele an zeitbasierter Magie. Allerdings sind so gut wie alle, die wir gerade kennen, mindestens Stufe 7 Zauber. Zeitzauber sowie Skills sind laut Lord 1 zumindest absolut notwendig in einem PvP-Kampf. Und genauso wichtig sind auch Vorkehrungen gegen diese. Die meisten Charaktere, welche Zeitmagie anwenden können, zumindest die wir aktuell gerade kennen, sind ca. Stufe 70 bis Level 100. Darunter fallen auch Charaktere wie Evelord Wrath oder aber auch Sheltier Bloodfawn. Zeitzauber waren meistens so aufgebaut, dass sie entweder die Umgebung rund um den Anwender anhalten oder zumindest verlangsamen, etwas in einer Art von Zeitschleife stecken oder auch nur den Anwender selbst betreffen. Als Beispiel bewirkt das Skill Time Reverse, dass man den gerade erlittenen Schaden einfach negieren kann. Allerdings ist dieser Skill nur dreimal pro Tag verfügbar. Während dieser Skill nur auf den eigenen Anwender Wirkung zeigt, verursachen Zauber wie zum Beispiel Time Stop eine zeitlose Umgebung, in der sich keiner bewegen kann. Natürlich außer dem Anwender und die, auf die es keine Wirkung hat. Das mag sich zwar jetzt extrem overpowered anhören, einfach ganze Gruppen, vielleicht sogar Armeen einfach einzufrieren im Fluss der Zeit, aber so stark ist es eigentlich gar nicht. Die meisten hochrangigen Wesen zum Beispiel hatten schon automatisch eine Resistenz oder Immunität schon gegen Zeitzauber. Also auf jemanden wie Platinum Dragonlord hätte also ein Time Stop oder Time Accelerator absolut gar keine Wirkung. Darüber hinaus kann keiner innerhalb dieser zeitlosen Umgebung Zauber wirken oder auch nur Schaden erleiden. Das bedeutet, Lord 1 könnte nicht einfach die Zeit anhalten und dann The Goal of All Life is Death aktivieren. Das würde zum Beispiel nicht funktionieren. Es sei denn, man nutzt eine Art von Metamagie. Als Beispiel könnte man einfach Time Stop nutzen und dann einfach zu den Gegner rüberspazieren und dann Delay Magic True Death einsetzen, wie es zum Beispiel Lord 1 bei Gazef Stronov getan hat. Das funktioniert allerdings nicht bei jedem Zauber, Skill oder generell nicht bei jeder einzelnen Zauberart. Auf jeden Fall bewirkt dieses Delay Magic, dass man zwar den Zauber jetzt ausführt, aber der Effekt erst sich später entfaltet. Hätte Lord 1 einfach nur True Death eingesetzt, wäre nämlich absolut gar nichts passiert. So aber war Gazef erst tot, als der Zauber Time Stop nicht mehr wirkte. Aber um es nochmal einmal zusammenzufassen, wenn ein Zeitzauber gewirkt wird, welcher Gegner verlangsamt oder vielleicht sogar stoppt, kann man innerhalb dieser Umgebung, solange dieser Zauber aktiv ist, keinen Schaden zufügen und auch keine Skills oder Zauber aktivieren. Allerdings kann man mit Delay Magic Zauber wirken, welche sich dann erst aktivieren, wenn der jeweilige Zeitzauber seine Wirkung verloren hat. Es war also gar nicht so einfach, vor allem weil man sich nie sicher sein kann, ob der Gegner gerade einen Schutz oder generell eine Immunität gegen seine gerade gewirkte Magie besitzt. Übrigens waren insgesamt nur 5% der Yggdrasil-Spieler dazu fähig, ihre Zeitmagie passend zu timen und ihre Angriffe auch effektiv zu nutzen. Es war einfach nicht jedem bekannt, dass Delay Magic trotzdem noch nutzbar ist innerhalb von so einer Zeitblase. Das hat eben Yggdrasil nicht verraten, das musste man selbst entdecken und die meisten sind eben zu faul dafür. Übrigens gibt es auch noch Silent Magic, mit welchem man nicht mal den Zauberspruch aufsagen muss. Das bedeutet, wenn man so einen Zeitzauber wirken will, kann man das machen, ohne dass irgendein Gegner das mitbekommt. Zusammengefasst könnte man also sagen, dass Zeitmagie auf keinen Fall overpowered ist, sondern es erfordert eher Geschick, Skill und Planung. Außerdem ist Zeitmagie eher nutzlos gegen die Dragonlords aus der neuen Welt und anderen hochrangigen Wesen, vermutlich auch gegen Dungeon-Bosse sowie World-Enemies. Und übrigens haben Zeitzauber so gut wie nie eine lange Laufzeit. Meistens ist es eher eine Frage von Sekunden. Und abschließend noch gesagt, nein, es funktioniert nicht, irgendjemanden einzufrieren und den dann auszurauben von allen Items, die er hat. Das funktioniert in Yggdrasil nicht. Wie genau das funktioniert, ist allerdings nicht klar. Wir wissen auf jeden Fall, dass man nicht einfach jemanden so ausrauben konnte, nur weil er gerade von der Zeit gestoppt ist. Doch damit gesagt, vielen Dank fürs Ansehen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn ihr das in Form von einer Bewertung zeigen würdet. Übrigens war dies mein erstes Video in Bezug auf die genaueren Mechaniken der Yggdrasil-Magie. Also wenn euch dieses Format gefällt, lasst es mich gerne wissen. Vielen Dank fürs Ansehen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao.